Inčević ist immer noch schwer gezeichnet vom wohl brutalsten Foul in der Handball-Bundesliga. 2 Tage ist es nun her, dass Thorsten Jansen beim Topspiel des HSV Hamburg gegen die Füchse Berlin linksaußen Inčević so schlimm zurichtete. Was von mir ganz ehrlich, ich habe mit ihm keinen Kontakt gehabt, das ganze Spiel. Und er ist gekommen zum zweiten Kreislauf eingelaufen und da haben wir uns für Position gekämpft. Die haben den Ball verloren und wir beide sind geblieben. Der sich zu mir um und ich habe nur gefragt, was. Und in diesem Moment habe ich bekommen, richtig auf die Fresse. Ich erinnere mich erstmal, ich war auf dem Boden und war da viele Leute neben mir und die haben mich gefragt, ob alles gut ist, hörst du uns, kannst du sprechen. So. Ich war richtig geschockt in diesem Moment auch. Und ich habe so ein Gefühl gehabt, dass alles ist warm bei mir und habe mich so berührt bei Gesicht, da habe ich Blut gesehen und war ich echt erschockt. Inčević erlitt eine tiefe Fleischwunde und eine schwere Gehirnerschütterung und musste mehrfach genäht werden. Jansen muss 15.000 Euro Geldstrafe zahlen und wurde für 10 Spiele gesperrt. Es ist die höchste Strafe, die jemals im deutschen Handball verhängt wurde. Vorbei ist es für das Opfer dadurch noch lange nicht. Der hat mich angerufen gestern. Er kann nicht mir sagen, wieso der das gemacht hat. Das gibt es überhaupt keine Erklärung für das. Das finde ich echt doof. Ich weiß nicht, der hat mich fast, konnte mich umbringen da. Überlegst du, da auch zu klagen wegen Körperverletzung? Ich habe noch nicht entschieden. Ich suche keine Rache. Jetzt, was ist der, ich klage ihn ein und was habe ich von das? Ja, das ist nicht, ich will nicht jetzt das ausschließen. Vielleicht mache ich das, vielleicht nicht. Ich will das aber noch das überlegen. Zurzeit will ich nur eine Erklärung für das, was auf dem Feld passiert.